Und eine Telepille. Nein, danke. Obwohl ich könnte... Nee, ich möchte den Heim Everroom ehrlich gesagt gar nicht finden. Ich meine... Obwohl, dadurch könnte ich mir den Mother Womb, also Mother Womb, Mutterkampf halt, sparen. Ich weiß nicht, aber... Ich habe jetzt so viele Herzen hier rumliegen. Ich gehe weiter. Kane vs. Mark. Also, ich hoffe einfach, dass meine Lebensanzeige nicht in den sichtbaren Bereich geht. Bis dahin kann ich eigentlich noch ziemlich entspannt bleiben. Klingt ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass meine Lebensanzeige nicht in den sichtbaren Bereich geht. Ist sie eigentlich hier an den unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark verwundbar? Also, ich sag mal Auge, Bein und dieses Hautgewölz, was da manchmal rauskommt. Au. Das hat wehgetan. Irgendwie ist der Kampf gerade nicht sehr kompliziert. Eigentlich nur noch ein Schlag und sie ist weg. Ha, geschafft. Und da liegt eine Rollbombe. Okay. Hey, Wirecode Hangar, Tears Up. Dann müssten wir es eigentlich schneller laden können. Oh, hat mir auf. Ein bisschen schneller vielleicht. Egal. Nochmal viele... Oh, unsere Lebensanzeige ist tatsächlich in den sichtbaren Bereich gegangen. Hm. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Naja, wir sind jetzt hier. Oh. Oh, scheiße. So, und nur noch der da. Das war jetzt nicht allzu kompliziert. Aufladen und rein. Oh, nö. Nee, nee, ne? Der da ist weg. Den da habe ich verfehlt. Die da ist weg. Und die sind auch weg. Walls of Steel. Okay, die gefallen mir. So eine Pille möchte ich haben, wenn ich das einsetze. Oder halt hier Tears Up. Luck Up. Okay, Range Up könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich renne erstmal da rein. Super. In diesem Raum gibt es eigentlich genau eine Sache, die mir ordentlich Schaden macht. Und genau da renne ich rein. Da müsste ich mich ein bisschen durchsprengen. Hier muss ich mich ein bisschen durchschließen. Oder... Ach nee, genau. Stimmt ja, die blauen konnte ich nicht. Ach, ich habe die hier noch. Jetzt habe ich genug Schlüssel. Zucker, zucker. Und Fate. Oh, geil. Geil, wir können fliegen. Cool. Genau so ein Item habe ich noch vermisst. Vor allem, weil wir uns jetzt hier hinstellen können und unverwundbar sind. Oh, schade. Die Gegner konnten hier trotzdem hin. Na gut. Aber das ist... Woher genau haben wir das Seelenherz? Also hier dieses Dingsherz. Ihr wisst schon, das, was uns halt in der nächsten Ebene ein komplettes gibt. Möchte ich auf jeden Fall behalten. Bedeutet, eigentlich ziemlich stark aufpassen jetzt. Oh, das wird eine super lange Folge. Hm. Ach, Moment mal. Jetzt komme ich hier sogar an die Münze ran. Ah, oh, das ist eine coole Folge. Okay. Diese Gegner. Und dann noch hier so ein Isaac-Gegner. Hm, ich bleibe hier einfach stehen und warte darauf, dass mein Begleiter den abschießt. Friends till the end. Naja, Kamikaze fliegen. Besser als gar nichts. Vor allem, wenn sie einfach mal hier mit mir zusammen den ganzen Gegner nahezu... Okay, One-Hit war es jetzt nicht gerade, aber... War zumindest ziemlich schnell tot. Dort oben wäre eigentlich direkt der Endgegner, aber ich möchte zumindest den Goldraum finden.
Stoppraum würde ich auch nicht nein zu sagen. Alter, eigentlich war das Fliege-Item genau das, was ich noch gebraucht habe. Und jetzt hier mal wieder den da von meinem freundlichen Begleiter abschießen lassen. Du könntest ihn ein bisschen häufiger treffen. Soll ich da reingehen? Ja. Faszinierend. Mehr war da nicht drin. Super. Und dann spawnt hier einfach als erste Welle Larry Jr. 4. Okay, was ist in der zweiten Welle? Chub. Vermutlich sogar volle Leben. Sieht so aus. Oder zumindest viele Leben. Und in der dritten Welle dann Fistula. Ne, zwei Monstros. Okay. Und bis jetzt haben wir noch nicht mal ein Leben verloren. Einfach weg. Und noch eine zweite Kiste und da drin ist ein halbes Herz. Okay. Diese... Ich sage... Okay, und hier dann mal komplett festzuhalten. Warte. Telepille. Naja. Kann ich vielleicht später mal benutzen. Hier bin ich ziemlich sicher. Das gefällt mir. Kann mich der Gegner absolut nicht erreichen. Wenn ich fliege, sind Steine meine Freunde. Vor allem, weil ich jetzt ja sogar eine Waffe habe, mit der ich durch die Steine durchschießen kann. Eine Waffe. Tränen. Das kann man nicht mehr als Tränen bezeichnen, was auch immer ich hier überhaupt habe. So. Hier auch alles weg. Ach, ich liebe das. Herz. Was ist hier oben? Oh. Das sieht gruselig aus. Ja. Ich komme damit klar. Ah, und da, ach, genau das war das. Jetzt weiß ich es wieder. Und neue Pille. Friends till the end. Naja. Ich kann es gleich mal mit der Telepille probieren. Was auch immer das gerade für ein verrückter Gegner war, wir werden es nie erfahren. Oh. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie bewirkt hat, aber ich weiß noch, wenn wir die erstmal haben, können wir keins anderes von den Dingern mehr einsammeln. Aber soweit ich weiß, gibt es uns erstens ein zusätzliches Herz und die Gegner haben weniger Leben. Ein zusätzliches Herz stimmt nicht. Aber wir können jetzt keine anderen mehr einsammeln. Dann waren es wohl einfach nur weniger Leben bei den Gegnern. Na gut, dann benutze ich meine Telepille. Oh, klar, die teleportiert mich weiter weg. Die hätte mich jetzt ruhig näher dran teleportieren können. Schade. Dann halt kein sicheres Herz. War das nicht so? Oh, egal, ich habe die Wiki auch nicht auswendig gelernt. Einfach mal hier drüber fliegen. Und Bossraum. Death. Na gut, dann haben wir, glaube ich, wenigstens alle apokalyptischen Reiter schon mal gesehen. Hm. Okay. Bisschen gruselig. Du machst mir Angst. Hör auf damit. Ich darf kein einziges Leben mehr verlieren. Verdammt. Ach. Geschafft. Ah, und wir haben einen vollständigen Meat Boy. Aha, der gefällt mir. Und alle unsere Silberherzen sind weg. Dafür bekommen wir jetzt einen neuen, also ein neues, richtiges Herz. Letztendlich haben wir aber in der Ebene schon viele Herzen verloren, eigentlich eine ganze Reihe. Na gut, dafür konnten wir auch viele normale Herzen nicht einsammeln, da hätten wir wahrscheinlich genauso viele wiederbekommen, wie wir verloren haben letztendlich.
frei. Sieht aber ehrlich gesagt nicht ganz so realistisch aus, wie er im Spiel aussieht. Also, ihr wisst, was ich meine. Im Spiel sieht er anders aus. Neue Pille. I found pills and ate them. Auch so ein Ding, was absolut keinen Effekt hat. Was? Zwei Lasts. Na klar. Hm, immerhin. Versucht mich hier mal zu treffen. Bombsack hier. Naja, wenn ich mal wieder viele Bomben brauche. Hallo. Ich hätte ihn auch so erledigen können, dass ich da vorne das aufschließe, um ihn da unten da rein zu locken. Nee, ich will die Bombsack-Pille. Ich habe keine Lust, dass ich es nochmal schaffe, dass hier, dadurch, dass ich den Arrow-Room finde, das Mutterherz zu überspringen. Das ist mir ja vor, ich weiß nicht, wie viel vorhin schon mal passiert. Jo, wir sind ja schon auf der Ebene vom Mutterherz. Cool. Oh. Nein, lass mich raus. Und Feuer. Und komm. Nein. Oh, jetzt machen mich diese Viecher fast fertig. Ich glaub's ja nicht. Komm, gib mir eine Full Health Pille. Balls of Steel. Ah, jetzt habe ich die Bombsack-Pille eingesetzt. Balls of Steel ist auch okay. Und da oben ist ja sogar noch ein Herz, was ich einsammeln kann. Ich gehe trotzdem erstmal noch nach unten weiter. Oh, die. Dort ist der Boss. Ehrlich gesagt gucke ich, dass ich vielleicht vorher noch meine Leben aufgelevelt, also halt hochkriege. Ja. Am besten noch genau mit den Gegnern, bei denen ich gerade noch verzweifelt bin. Komme ich damit gut klar. Okay. Wisst ihr was? Ah, da ist ein Herz. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Ich benutze jetzt einfach mal die Telepille. Ah, gut. Neuer Raum. Neues Glück. Und es sind Bomben. Weniger gut. Ich hätte die Telepille behalten sollen, und um dann jetzt halt die Räume weiter zu erkunden und dann zur Not doch noch aus dem Raum fliehen zu können. Walls of Steel. Und eine Bad Gas Pille. Oh. Okay, wer hat einfach mal ein Eisen angelegt? Nee. Obwohl, Moment mal. Ich kam da doch dadurch, dass ich fliege, ohne Schaden durch, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ah, und jetzt hier zwei Pille. Friends till the end. Und I found pills and ate them mal wieder. Fever tea. Weniger. Toll. Ich muss leider mittig durchfliegen, sonst bringt mir das Ganze gar nichts mit der Tatsache, dass ich fliege. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal fast volle Leben. Ach, und mit dem kam ich ja gerade schon ganz gut klar. Einfach von hier aus ausschalten. So, Feind zählt sie ein schon wieder. Oh. Die sind kacke. Die sind echt kacke. Brauche ich alles nicht mehr. Ich glaube, ich gehe gleich noch da oben in den Raum. Ich meine, naja. Für den Endgegner ist mir ehrlich gesagt hier das Ding weniger nützlich. Eine Telepille ist mir auch weniger nützlich. Möchte ich auch ungern einsetzen. Ich habe Angst, schon wieder in den IMR-Raum zu kommen. Scheiße. Meine Dings sind weg. Meine Seelenherzen. Und ich habe noch nicht mal mehr Räume, um meine Pill, um meinen
Pillenpackung aufzuleveln. Okay, dann halt ohne. Gucken wir mal, was für Bücher da überhaupt drin sind. Hallo, was bist du? Book of Shadows. Oh, das gibt uns so ein Schutzschild, wenn ich mich recht erinnere. So, wenn ich mich recht, ja, wenn ich mich recht erinnere. Gut, ich nehme es einfach mal mit. Ich hatte Angst, dass ich da Schaden bekomme, aber kriege ich ja gar nicht. Aha. Okay, auf zum Boss. Kane vs. Mom's Heart. Oh scheiße, die direkt. Der ist halt so, dass er einfach pausenlos Gegner spawnt, die uns auf die Nerven gehen. Und dann zwischendurch, glaube ich, auch mal... Okay, keine Endgegner immerhin. Ich weiß jetzt noch nicht. Wer weiß, was da später noch alles auf uns zukommt. Okay, jetzt spuckt er. Jetzt spuckt er es mit Blut. Okay, oh, ordentlich damit. Gleich bin ich fertig. Komm schon. A bag of pennies has appeared in the basement. You unlocked Judas. Cool. Und das habe ich noch nicht mehr gebraucht. Aber ja, ich hatte recht. Es gibt uns für, ich glaube, 12 Sekunden so ein Unverwundbarkeitsschild. Na gut. Aber irgendwie... Tick hat auch nicht bewirkt. Egal, ich gucke später. Endsequenz. Und jetzt kommt noch der epische Abspann. Ja, die Musik ist gut. Nochmal, wie die ganzen Viecher heißen. Aha, aha, aha. Ja, ich kommentiere jetzt einfach mal wenig, weil ich mich gerade mal konzentriere, um zu gucken, ob da noch irgendein Gegner ist, den wir noch gar nicht hatten. Keeper, ach so heißen die. Swarm hatten wir, aha, hatten wir auch schon. Fred, cooler Name. Die ganzen 7 Sünden haben wir. Monster, Larry Jr. hatten wir beide. Wir hatten The Duke of Lies und Gemini. Schon mehrmals besiegt. Chubb und Peep hatten wir auch schon. Fistula und Gertie. Loki und Monstro 2. Monstro 2 hatten wir, glaube ich, erst einmal, aber ist ein cooler Gegner. Pin und Widow. Ach, wir sind jetzt bei den, ja, Husk und Blighted Ovum. Cool. Hatten wir aber auch schon. Bloat und Hollow hatten wir auch. Gertie Jr. und den Headless Horseman, den hatten wir nicht. The Wedged hatten wir nicht. Und wie auch immer, hatten wir nicht. Loki hatten wir nicht. Den hatten wir, den rechten hatten wir nicht. Mom, oh ja, hatten wir mehrmals. Die haben wir alle besiegt inzwischen. Den Gefallenen haben wir nicht und Satan haben wir bis jetzt auch noch nicht besiegt. Skolex und die beiden hatten wir nicht. Den haben wir gerade eben erst getötet. Und Isaac. Du könntest jetzt ruhig auch noch die anderen Charaktere vorstellen. Ach, neuer Titelbildschirm. Gut. Na dann, würde ich sagen, war das eine sehr erfolgreiche, ja, sehr erfolgreiche Runde. Das muss ich wahrscheinlich in 7000 Parts aufteilen, wenn ich es hochladen will. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann versuchen, den Satan zu töten. Das ist, soweit ich weiß, der nächste Boss. Insgesamt gibt es hier, glaube ich, 10 Endgegner oder so. Ach, ich muss mir das nochmal ansehen. Tschüss.